Recht herzlich willkommen zur 220. Folge von City Skylines. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten aufräumen, das war definitiv angesagt. Das heißt, wir gehen mal in den Bagger rein und ich glaube, wir gehen hier rein und machen da den Bagger. Weil da kann man das einfach besser sehen, ne? Okay, haben wir es erwischt, zum Glück. Das ist weg. Aber keiner lacht hier, komisch, ne? Ah, da waren jetzt ein paar Gesichter, die dann. Ah, shit, da habe ich jetzt natürlich eins mit abgerissen. Was noch bewohnt war. Naja, kann ich alles haben, ne? So, sieht das schon besser aus hier. Geht's da weiter? Das ist auch okay. Da sind noch zwei. Ist auch weg. Ich glaube, hier hinten waren wir schon, ne? Kann das sein? Hier ist auf jeden Fall nichts. Ja, hier könnte es sein, dass hier noch ein paar gibt, einfach aus dem Grunde, weil noch Arbeiter fehlen. Ja, hier ist die Industrie gefragt, die das dann auch wieder aufbaut. So, das ist schon mal gut. Die haben schon Platz. Da ist noch eins. Das läuft. Hier ist einmal das. Das, das. Gut, das geht. Hier waren wir schon. Gehen wir hier hin. Okay, da ist eins, da auch noch. Und hier ist jetzt ein bisschen mehr. Da ist es mittendrin, haben wir aber auch geschafft. Da ist noch was. Ist auch weg. Das ist weg. Das ist auch weg. Da weg. Ja, die Leute kommen, glaube ich, alle schon wieder. Wir haben auch gute Pluszahlen jetzt hier unten zu verzeichnen schon. Deswegen reparieren die das ja auch rein theoretisch von selbst, aber so geht es ein bisschen schneller, denke ich. Was ja vielleicht auch nicht verkehrt ist, ne? So. Das ist auch weg. Sieht schon gut aus, ne? Oh, hier ist ein Mast, der kaputt ist. Da müssen wir gerade hier einen Strommasten hinsetzen. Warum macht er das jetzt nicht? Das ist ja komisch, ne? Ha. Entfernung zu gering, kein Bau auf Wasser möglich. Weil das hier irgendwie überschwappt oder was? Oder funktioniert das hier noch? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt geht's dann auch. Na, jetzt haben wir wieder den richtigen Connection hier.
So, da waren wir, glaube ich, auch schon. Wir müssten noch hier links bleiben mehr. Das da, was mit dem da? Ja, müssen das jetzt da? Ah, jetzt ist das eine blau geworden. Passt also. Da gab es ein Level Up. Das ist gut so. Noch ein bisschen weg. Und läuft hier. Da war, glaube ich, ein gutes bei. Okay. Das haben wir auch weg. Die werden gebaut. Das ist wohl frisch gebaut gerade gewesen. Ne? Könnte ich mal gerade. Noch eins. Das weg und das auch noch. Sieht das schon ganz gut aus hier. Jetzt hat die Oberlandleitung wieder keine Verbindung mehr. Ja, kommt gleich schon wieder, denke ich mal. Erwachsen. Wird ja gleich gebaut, bestimmt. Ist ja ein billiges Grundstück da, ne? Hier sieht es überall gut aus. Alles gut. Hier oben müssen wir noch mal durchforsten. Das ist aber alles super. Da ist fertig. Jetzt noch hier. Passte sogar. So, hier ist noch einer. Ja, hier werden wir weiterhin das Problem haben, weil wir hier einfach nicht die entscheidenden Arbeitskräfte haben. Da müssen wir unbedingt noch was dran tun, ne? Das ist unser Problem mit den Arbeitskräften hier. Die Ungebildeten fehlen hier wahrscheinlich. Wir müssen eine Schule abreißen, damit das klappt. Hier sind alles Ungebildete, die da gefragt sind. Können sich die anderen nicht leisten. Sagen wir es mal so, ne? Ja, das weg, das weg, das weg. Passt. Ja, da, da, da. Während ich hier abreiße, wird daneben schon wieder irgendwo noch eine weg sein. So, jetzt ist es definitiv so, dass wir jetzt einmal durch sind. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch mal irgendwo ein Wohngebiet hier hinzaubern in der Nähe.
wo keiner, sag schon. Eine Schule hat. Eine Ausbildung. Hier sind doch schon mal welche, Mann. Was ist das denn da? Grundschule gibt's da. Na komm, lass uns hier erstmal ein paar Straßen machen. Hier ist ja schon mal was, ne? Okay. Eigentlich müssten wir hier gerade durchziehen dann, ne? Na komm, ist so. Ein bisschen Kurve machen wir jetzt hier. So. Kommen wir da drunter, ja? Scheinbar nicht, ne? Ne, da ist es nicht möglich. Dann müssen wir das wieder rückgängig machen, im letzten Schritt. Den nochmal wegreißen. Mal da. Geht das hier hin? Ja, würde gehen, aber da geht er nicht durch, ne? Schade, das mag die Brücke leider nicht. Da snappt da ein. Ja, funktioniert da nicht. Ist das so ein fertiges Kreuz? Ne, haben wir gebaut. Was ist das für eine Straße? Dreispurige Einbahnstraße. Das wird mir zu kompliziert, das lassen wir besser. Jetzt müsste man nur gerade hinkriegen, die Straße da gerade hinzubauen. Ne? Nochmal dahin. Das geht leider nicht. Man verschiebt die dann auch nicht. Das wäre es ja dann auch, ne? Das geht eine simple Straße dahin. Ne. Der snippt da ein oder da ein. Hier würde er tatsächlich drunter gehen, ne? Aber auch nur fürs Erste und dann nicht mehr. Was ist das für eine Straße jetzt hier? Dreispurig ist die aber. Jetzt erzähl mir, wo kriege ich eine dreispurige? Ich habe doch keine dreispurige Straße hier. Was ist das hier? Eine Mautstelle, okay. Wo kriegen wir hier dreispurige Straßen her? Das ist diese hier, oder was? Das ist eine Stadtautobahn. Ja, wird wohl sein, ne? Okay. Aber die geht, ja, die ist klar, die ist ja immer, ne? Einmal straßenmäßig, dann
Haben wir vorübergehend hier was weggemacht. Und sofort hier hoch. Zack. Und jetzt geht auch unsere Straße runter, ja, oder? Zack. Ne, da war's, da ist es. Und zack. Sehr schön. So, dann haben wir hier auch noch das erschlossen. Oder können wir das noch erschließen? Sagen wir es mal so. Da müssen wir mal das nehmen. Raus. Auch erledigt. So, angebackt haben wir sie schon. Jetzt lass uns erstmal gerade hier. Das ist natürlich ein bisschen tricky, dass es hier. Komm, dann machen wir hier. Auf jeden Fall noch eine Straße dahin. Nein, da ist schon hier Waldbrandgefahr, Ding da. Das brauchen wir da natürlich auch nicht mehr, fällt mir gerade so ein. Vielleicht lassen wir es hier so. Gut. Wasser. Fernwärme. Und dann da dran. Was ist damit stromlos? Der ist nicht gekoppelt oder was? Da werden jetzt ganz schnell bald Leute wohnen und dann geht das schon. So, ausweisen die Gebiete. So, dann passt das schon. Ich weiß nicht, ob da was hingeht. Machen wir erstmal so. Und hier gibt es die großen. So, das eine. Ne, das Ende ist noch da. Aber wenn die ersten hier gleich hinziehen, dann wird das ja weg sein, ne? So passt das schon. So. Andere Seite machen wir. Niedrige Bebauung. Da machen wir mal ein bisschen Blaues hin. Zum Einkaufen.
So, dann sind die alle zu glücklich und zufrieden, denke ich mal, ne? Hier machen wir noch so. Da auch, da nicht. Hier können wir noch was durchbauen, wenn. Müssen wir dann nochmal überlegen. So. Jetzt können Leute auf jeden Fall kommen. Finanziell sind wir schon wieder am Steigen hier alles. Das sieht gut aus. So, dann gucken wir uns das nochmal so an. Ja, der Strom läuft ja von da nach da. Ach, da ist gar kein Ende dran, oder doch? Ich glaube, das ist doch versorgt, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ne? Keiner zieht da hin, ne? Da hat es, glaube ich, das erste Haus gegeben, oder? Das ist neu. Einkaufen bis zum Umfallen heißt das. Cool. Da ist auch gefordert, also dann müsste da auch jetzt gleich was passieren. Da müsste was kommen. Jetzt die Frage, ich glaube, wir machen hier noch eine Straße gerade durch. So ist es besser. Gut. Hier schönes Waldgebiet eigentlich, ne? Könnten ja alle gerne mal was machen. Okay, Feuerwehrhubschrauber, Sichtweite 800, sonst was Meter. Ja, ist jetzt die Frage, wie man erkennen kann, wie weit es denn ist bis zum nächsten Turm, ne? Das ist das Doofe. Wenn da jetzt ein Kreis wäre, wäre ja schön, ne? Aber ist nix, ne? Dann funktioniert das auch schlecht. Ah, hier wächst jetzt schon mal die Stadt. Und hier noch nicht. Ja, die müssen mal gucken, dass sie da Strom kriegen, ne? Also ich glaube, der ist angeschlossen, der Mast, sonst wird da so ein Zeichen sein. Wie hier. Also kommt aber nichts. Außer hier halt, ne? Sind wir schon mal wieder auf jeden Fall ein Stück weiter in Richtung unmotivierte Mitarbeiter, die da nicht herziehen. Also ungelernte, nicht unmotivierte. Ja. Hier wächst jetzt nichts. Ist am Ende der Welt, da will keiner hin. Jetzt hier nochmal gucken. Zack, zack, zack. Da kommt der Kommerz gleich schon rein. So haben wir's. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.